Deutschland streitet über Waffenexporte. Denn offiziell heißt es, dass wir eine sehr restriktive Rüstungsexportpolitik in Deutschland betreiben. Eine restriktive, restriktive Rüstungspolitik. Sehr restriktiven Rüstungsexportpolitik. Okay, aber was heißt das? Offiziell dürfen wir Waffen und Rüstungsgüter nur sehr zurückhaltend an andere Länder verkaufen. Doch die Realität sieht anders aus. Letztes Jahr wurden gerade mal 56 Exportanträge abgelehnt, über 9.800 genehmigt. Aber nicht in Krisengebiete, denn offiziell muss immer gelten: Deutsche Waffen spielen in diesen Konflikten überhaupt keine Rolle. Doch ganz so einfach ist das nicht. Durch Länder wie Katar, Indonesien oder Chile fahren momentan deutsche Leopardpanzer. Ägypten besitzt unter anderem deutsche Kampfschiffe und deutsche Kampf-U-Boote. Und selbst im Syrien- und im Jemenkrieg werden immer wieder deutsche Sturmgewehre und deutsche Handgranaten gesichtet. Unsere Waffen sind begehrt. Insgesamt 127 Länder sind Kunden der deutschen Rüstungsindustrie. Auf Platz 1 steht momentan Ungarn mit 1,8 Milliarden Euro. Gefolgt von Ägypten mit 802 Millionen und Südkorea mit 278 Millionen Euro. Hinter den USA, Russland und Frankreich ist Deutschland der viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Und das Geschäft mit dem Krieg boomt. Immer mehr Länder rüsten auf und kaufen ein. Aber ja wohl bald nicht mehr in Deutschland, denn unsere Exportpolitik ist ja äußerst restriktiv. Naja, fast. Im Jahr 2019 haben wir in Deutschland Rüstungsexporte im Wert von 8 Milliarden Euro genehmigt. So viel wie nie zuvor. Abgeschlossen werden solche Deals zum Beispiel auf der Waffenmesse IDEX in Abu Dhabi. Hier bieten auch deutsche Hersteller ihre Waffen an. Aber kann hier jeder einfach so zum Shoppen gehen? Oder müssen solche Deals erstmal abgesegnet werden? Grundsätzlich müssen wir zwischen Rüstungsgütern und Kriegswaffen unterscheiden. Rüstungsgüter sind zum Beispiel Uniformen oder unbewaffnete Transport-Lkw. Kriegswaffen hingegen sind Panzer, Maschinengewehre oder Kampfflugzeuge. Sie müssen laut Grundgesetz einen langen Genehmigungsprozess durchlaufen. Konkret bedeutet das, wenn ein deutsches Unternehmen Waffen ins Ausland verkaufen möchte, braucht es erstmal eine Genehmigung vom Bundeswirtschaftsministerium. Das prüft den Antrag auf Grundlage des sogenannten Kriegswaffenkontrollgesetzes. Das besagt zum Beispiel, dass normalerweise keine Waffen in Krisengebiete geliefert werden dürfen. Das Wirtschaftsministerium spricht sich mit dem Verteidigungs- und Außenministerium ab. Alle drei Ministerien müssen dem Antrag zustimmen. Wenn die Waffen nicht in ein EU- oder NATO-Land exportiert werden sollen, wird der Antrag vom Bundessicherheitsrat geprüft. Dies ist ein geheim tagendes Gremium, das aus 9 Mitgliedern besteht. 8 Vorsitzende aus verschiedenen Ministerien und an der Spitze die Bundeskanzlerin. Dieses Gremium muss entscheiden, ob Waffen in das jeweilige Land geliefert werden dürfen. Oder es einen Exportstopp gibt. Entscheidend sind die aktuelle politische Lage im Empfängerland und der gemeinsame Standpunkt der Europäischen Union. Genehmigt der Bundessicherheitsrat den Antrag, können die Waffen für den Export freigegeben werden. Erst dann beginnt der Waffenproduzent mit der Herstellung seiner Ware. Doch wenn unser Genehmigungsverfahren so streng ist, warum landen deutsche Waffen trotzdem immer wieder in Konflikten und Krisenregionen? Ein entscheidender Grund: Exportstopps gelten immer nur für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel als politische Sanktion oder während Unruhen. Aber warum werden sie danach wieder gelockert, obwohl unsere Exportpolitik doch restriktiv gestaltet ist? Das liegt daran, dass es im Bundessicherheitsrat vor allem um unsere Sicherheit geht. Umstrittene Länder bekommen eine Genehmigung, weil sie zum Beispiel gegen internationalen Terrorismus oder den Drogenhandel kämpfen. Oder wenn die Waffenlieferung zur Stabilität in der Region beiträgt. Im Vordergrund steht also immer die Sicherheit. Wirtschaftliche Aspekte dürfen offiziell keine Rolle spielen. Die EU möchte in Zukunft viel enger bei Waffenexporten zusammenarbeiten. Gemeinschaftsexporte sollen zukünftig auch wirklich gemeinsam entschieden werden. Exportstopps werden so auch deutlich effektiver.
Auch die sogenannte Endverbleibskontrolle soll verstärkt werden. Jedes Empfängerland verpflichtet sich, dass alle exportierten Waffen für immer in ihrem Besitz bleiben. Um zu verhindern, dass Waffen über den Schwarzmarkt verkauft werden und in Bürgerkriegen oder bei Unruhen zum Einsatz kommen. Denn das ist momentan noch zu oft der Fall. Wenn wir diese Punkte strenger umsetzen, landen zumindest deutsche Waffen nicht mehr in den falschen Händen. Und wir müssen uns bald nicht mehr über Waffenexporte streiten.